Hi Leute, heute geht es um das Thema Lieb, was du tust. Und ich habe, glaube ich, schon mal ein Video darüber gemacht, tu, was du liebst. Ich denke, das ist so die eine Seite der Medaille, so wirklich das zu tun, was man liebt auch und was einen erfüllt. Aber die andere Seite ist eben auch, dass man das, was man tut, lieben sollte und akzeptieren sollte. Und ich meine, was hat es für einen Sinn so, wenn man in einer Situation ist, die einem nicht gefällt? Entweder man verändert sie, man verlässt sie oder man akzeptiert sie. Also akzeptieren, sich selbst ändern oder verlassen. Und ja, es geht nicht darum, wenn ich jetzt dann, für mich war es zum Beispiel so, wo ich damals im Ingenieurbüro noch gearbeitet habe, so Pläne gezeichnet und alles Mögliche, und es hat mir auch Spaß gemacht. Und wenn ich da dann hingegangen bin, dann habe ich die Zeit genossen. So, was hat es für einen Sinn, mich da dann hinzusetzen und dann die Zeit abzusitzen? Wenn ich dann was mache, dann möchte ich auch voll dabei sein und das akzeptieren. So. Und das ist, denke ich, ein so wichtiger Punkt, das, was ist, zu akzeptieren. Erst dann kann man was verändern, denke ich. Und ja, deshalb sollte man eben auch das, was man tut, lieben. Egal, was man gerade noch macht. Man sollte eben nebenbei schon immer schauen, dass man wirklich dann immer mehr das findet, was einen wirklich erfüllt. Aber trotzdem sollte man immer bei der Sache, die man gerade macht, ist egal, was das ist, sollte man die genießen können. In manchen Meditationen geht es ja auch darum, so, dass du einfach dann zur Ruhe kommst und auch in einer Sache einfach voll im Moment zu sein. Im Moment ist einfach alles gut. Die Buddhisten, da gehen Leute auf Seminar oder so in die Klöster und kehren den ganzen Tag irgendwelche Business-Leute und lernen einfach zur Ruhe zu kommen dadurch. Und ja, dieses im Moment sein, im Moment gibt es keine Probleme. Im Moment ist alles gut. Der Verstand projiziert immer nur auf Vergangenheit oder Zukunft und denkt, oh, jetzt muss ich das machen, weil das und das in der Vergangenheit war. Oder er schaut in die Zukunft und denkt sich, oh, wenn ich das jetzt nicht mache, dann passiert das und das und erzeugt lauter Ängste. Und dadurch schafft man es nicht mehr, bei der Sache zu sein. Und die Zukunft ist nur aus den jetzigen Momenten. Wenn die Zukunft eintrifft, dann ist es jetzt. Und wenn man den jetzigen Moment nicht genießt, dann kann die Vergangenheit auch nicht gut sein, weil einfach die Vergangenheit aus den jetzigen Momenten besteht. So, wenn ich den jetzigen Moment lebe und der gut war dann, weil ich den genossen habe, dann ist meine Vergangenheit genauso gut, automatisch. Und ja, dieses zu lieben, was man tut wirklich, also zu akzeptieren eine Situation, halte ich einfach für so wichtig. Und viele wollen dann viel zu schnell, die haben sich ihr ganzes Leben lang in irgendwelche Gedankenmuster reinpressen lassen, von Kind an, immer mehr in dieses System reingekommen, immer mehr in dieses, ich muss was leisten, ich muss was tun, ich muss ja zur Arbeit gehen und meine Kinder versorgen, ich muss Geld verdienen und diese ganzen, ich muss und ich soll und ja. Die hat man sich ja immer mehr geschaffen. Und man sollte wirklich mehr dahin kommen, dass man die Sachen, die man tut, genießt und die dann auch machen möchte und das Positive in allem erkennen kann. Und es gibt in allem was Positives. Auch wenn man einen Unfall hatte, nicht mehr laufen kann.
dann kann man sich vielleicht jetzt mal die Zeit nehmen. Man sieht, wer sich um einen gekümmert hat in der Zeit, wer so die richtigen Freunde, wo Verbindungen wirklich tiefer sind oder ähnliches. Und man kann immer in allem was Positives sehen. Das Ende ist auch immer ein Neubeginn. Es ist immer ein Kreislauf im Leben. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich noch zu diesem, ja, lieb, was du tust, sagen soll. Es geht eben nicht nur darum, zu tun, was man liebt. Eine Freude kommt dann, wenn man innerlich ausgeglichen ist und sich innerlich weiterentwickelt, dann kann man auch, ja, dann kann man jede Situation mit einer Gelassenheit angehen und ja, manche Leute da, weißt du, die ganze Familie bricht zusammen oder das Haus ist abgebrannt und die Leute sind so ruhig und gelassen, weil sie in ihrer Mitte sind und weil sie bei sich sind und wissen, dass, ja, diese äußeren Dinge werden sich immer verändern. Leben ist Veränderung. Und wenn man alles festhalten möchte, dann hat man es einfach schwer im Leben. Und deswegen sollte man, denke ich, auch tun, was man lieben, was man tut und trotzdem noch tun, was man liebt. Und dann wirklich erkennen, ja, das zu tun, was einen ausdrückt. 100% man selber sein und nicht irgendjemanden nachmachen wollen, sondern einfach komplett man selbst sein, einfach nur was machen, weil sich's für einen selbst richtig anfühlt, auch wenn das jetzt vom Verstand her oder von allem anderen total unlogisch sein wird. Einfach ja, am Herzen zu folgen und wirklich so die Dinge zu tun, die einen erfüllen, die einem was geben und die einen ausdrücken, die einem zeigen, was man ist und das zu leben eben. Und ja, das ist, denke ich, so wichtig. Und ja, deshalb, wenn ihr in irgendeiner Situation seid und euch denkt, oh, möchte jetzt lieber das und das, und dann denkt dran einfach, akzeptiert's jetzt oder lasst's, geht wirklich, verlasst die Situation, sonst kann sich nichts ändern. Das ist immer das zu jammern über was. Umso mehr jemand jammert, umso mehr erkennt man, dass er nicht in seiner Mitte ist. Und ja, wenn manche Leute regen sich ständig über irgendwas auf, jammern über alles Mögliche. Und ja, das geht einfach immer mehr weg, wenn man die Dinge entweder so akzeptiert, wie sie sind, oder sie verlässt und was aktiv ändert. Es hat ja keinen Sinn, in der Situation zu verweilen und dann drüber jammern. So, warum bist du dann da? Warum änderst du nichts? Oder warum akzeptierst du es nicht? Ja, es ergibt keinen Sinn. Okay, ja, das war so ein bisschen so ein paar Gedanken, ein bisschen wild vielleicht, aber das wollte ich mal loswerden. Ansonsten macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.